Folge von Let's Play The Sims 3. Zumindest, wenn ich richtig mitgezählt habe. Das wäre jetzt voll der Fail. Aber egal. Es gab die 100. oder? Ja, ich glaube. Oh, hör auf. Ich weiß doch, dass ich gut... Nein, ich bin nicht gut. Aber sonst... es ist, glaube ich, jetzt schon die 100. Ich glaube, ich habe richtig mitgezählt. Ich hoffe es. Sonst ist es so ein Fail. So ein riesiger Fail. Aber was soll's, wir reisen jetzt in die Zukunft, Leute. Wir reisen in die Zukunft, denke ich. Ich denke, ja. Ich denke. Ich glaube, ich habe richtig mitgezählt. Egal, komm. Es ist jetzt einfach die 100. Folge. Und wenn es nicht die 100. ist, dann benenne ich es einfach so. Ha, so. Yay, yeah, 100. Folge. Perfekte Anmoderation. Okay, einfach weitermachen. Mein Gott, ich freue mich so. Ich brauche jetzt noch Musik. Warte. Okay, es passt jetzt nicht. Passt jetzt voll, ich weiß, voll mysteriös, ne? Ja, das machen wir gleich. Hallo, ich bin mit relevant. Du siehst aus wie ein echter Abenteurer. Egal, falsch gelesen, egal. Vielleicht möchtest du mein Zeitportal nutzen. Alle Zeitreisenden brauchen ein Alamanach, um festzustellen, wie sich deine Handlung in der Gegenwart... Dankeschön. ...auf die Zukunft in Oasis Landing auswirken. Suche und sammle meine Batterien auf. Nein, das werde ich beim Into the Future Special machen. Hier werde ich es nicht. Hier werde ich einfach durch das Zeitportal gehen. Aber vorher muss ich feiern! Ich freue mich gerade echt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, oh mein Gott. Das ist so wunderschön. Das habe ich mir schon immer erträumt. Und vor allem, ich wollte schon immer in die Zukunft mit euch reisen. Egal. Komm. Ladebildschirme, natürlich alles spannender. Okay, wir beruhigen uns jetzt alle. Wahrscheinlich bin auch ich nur als Einzigste aufgeregt. Was soll's? Komm, es ist die 100. Folge. Yay, jetzt kann ich mich richtig blamieren. Yes. Okay, was mache ich jetzt? Ist es zum Blamieren? Ich könnte erstmal was trinken. Richtig laut, damit ihr wisst, dass ich trinke. Und das ist dann blamiert, okay? Ja, das ist dann... Nein, ist nicht wirklich peinlich, aber egal. So, jetzt habt ihr es gehört. Gut. Was kann ich noch machen? Ich weiß es nicht. Okay. Ich freue mich voll. Jetzt ernsthaft. Ich habe mich noch nie so sehr gefreut. Ich wirklich. Okay, jetzt bis auf andere Dinge. Ernsthaft? Ja, doch. Als ich mal endlich einen Ego-Shooter gescheit hingekriegt habe. Ein bisschen gescheiter. Und das LP kommt bald. Ich verspreche es euch. In 3 Tagen, minimaler Gedingsbums, ne, kommt das Ego-Shooter-Let's Play. Darauf freue ich mich auch schon richtig. Ich habe gerade so viel Spaß an YouTube, ihr glaubt es gar nicht. Ich hätte aber noch mehr Spaß, wenn ich ein richtiges Aufnahmeprogramm hätte. Also ich bitte immer noch um Hilfe, ich bin immer noch offen. Ich weiß immer noch nicht, wie man Ton und Bild zusammenbappt. Wie man das überhaupt macht. Und überhaupt, wie man aufnimmt und so. Also, da brauche ich Hilfe. Aber was soll's? Ich freue mich jetzt über die 100. Folge und das kann mich jetzt nicht runterziehen. Yes! Okay. Guck mal, da ist so ein Board, das sind geile Autos in der Zukunft. Da ist so ein Auto und so. Und völlig geile Gebäude. Also, ich war da schon mal. Ich habe schon das Erweiterungspack ausgetestet. Und das ist so geil, finde ich jetzt, weil das bringt so viel mit an einer Welt und überhaupt an Funktionen. Und ich habe auch extra so ein Haus eingerichtet. Ich habe schon für das Special... da geübt. Als nächstes kommt nämlich Into the Future Special. Da, bei Sims 3. Und habe ich auch schon geübt, wie ich dann ungefähr das Haus einrichte und sowas, damit ich nicht wie bei diesem Special so ewig lang brauche. Aber jetzt ruhig, jetzt kommt's. Guck mal, wie geil es aussieht! Leute! Ich fass es nicht. Also das letzte Erweiterungspack ist sowas von geil von Sims. Es ist sowas von geil. Es ist sowas... Sorry, ich wiederhole mich. Aha, einer der Nachfahren. Hm.
Ist jetzt egal, wir wollen nicht zu unseren Nachfahren. Wir wollen einen Bot kaufen. Wir kaufen, als ist es ein Bot. Wir kaufen zwei Bots, die bringen wir mit. Okay, ja, okay. Okay, dann kaufen wir jetzt einen Bot. Ich bin etwas... Okay. Okay, ich muss mich etwas beruhigen. Oh, Sternenobserviere. Oh, wie geil. Was ist das? Importgalerie. Nicht schlecht. Aber da gehen wir jetzt erstmal mit unserer Frau dahin. Boah, ja. In der Zukunft ankommen. Das kann ich jetzt auch lassen. Hallo? Egal. Ja, nee, lass mich. Lass mich in Ruhe, du Schuft! Du Schuft, du! Okay. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott, sieht dir beknackt aus. Guck dir mal, wie beknackt ihr aus. Ach Gott, ich freue mich so. Da gibt es auch ganz andere Geräte. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Es sieht witzig aus, nicht wahr? Da müssen wir alles ausprobieren. Ich glaube, ich mache 10 Folgen oder mehr von Into the Future, weil mich das auch sehr interessiert. Weil ich habe auch beim Testlauf nicht alles ausprobiert. Ich habe, noch nicht mal die Hälfte. Aber ich weiß, dass es da so Bots gibt, die richtig geil aussehen. Guck, zum Beispiel so einer. Der sieht richtig geil aus. Guckt euch das an. Oder wir nehmen so einen. Komm, wir untersuchen den Plumbot. Den Plumbots. Das sieht auch witzig aus. Da können wir den auch mal. Sollen wir zwei kaufen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade so gut drauf. Okay. 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 Ist es jetzt unser Plumbot? Okay. Nee, ist es nicht. Aha. Der sieht aber richtig fesch aus. Da könnt ihr nichts gegen sagen. Also mit dem, der sieht nicht so geil aus. Aber der sieht schon eher geil. Guck mal, der sieht richtig fesch aus. Preis? Steckplätze für Magma-Chips, insgesamt 5. Installierte Magma-Chips. Empfindsam Vermögen, Boshaftigkeit. Nein, bestimmt nicht. Das kaufe ich nie im Leben. Magma-Chips. Launenanpassung, Holoprojektor, Musikmaschine, Bürodrohne, unbegrenztes Lernen. Fantastisch. Das kaufen wir natürlich. Was denkt denn ihr? Es sieht zwar jetzt nicht so geil aus, aber komm. Wir wissen doch genau, dass es gut ist. Dann kann er den noch untersuchen. Ja, komm, ich kaufe mir Plumbot, bitte. Ich bin gerade wie so ein kleines Mädchen. Ich freue mich voll. Okay. Wow. Ist so ein Dingsbums. Ui, hallo. Bist du fett? Ach, egal. Bip, bup, bip. Heißt das Ding. Kann man es auch umbenennen? Hä? Kann man nicht auch umbenennen? Kann man nicht. Okay. Schultermassage? Ganzkörpermassage? Oh mein Gott, das ist richtig geil. Also, ihr könnt nichts dagegen sagen. Komm. Bip, bup, Jeanette, meine Hauptfunktionen sind folgende. Bürodrohne, Musikmaschine, Launenanpassung, unbegrenztes Lernen und Holoprojektor. Ich stehe bereit und warte auf deine Anweisungen. Okay. Robo-Kindermädchen, okay, das ist geil. Fähigkeit zu lieben. Robo-Kindermädchen und freundliche Funktionen. Hochtechen, 8. Das kaufen wir natürlich sofort. Plumbot kaufen. Perfekt. Was? Was macht es? Wer will eine Ganzkörpermassage? Plumbot. Davon reden, zimmlischer zu werden. Zufriedenstrahl einsetzen. Oh mein Gott, ist das cool. Beruhigungsszenerie. Und wir haben L15A. Wie geil. Hallo L15A. Was geht? Plumbot anweisen für Unterhaltung sorgen. Oh, das ist ja richtig mega. Das ist ja richtig mega. Boah, richtig mega. Ich bin... Boah, das ist...
Ich bin sprachlos. Oh mein Gott, der ist irgendwie auch voll süß. Irgendwie voll fett und es macht ihn süß. Okay. Beruhig dich. Okay. Künstlich hoch erfreut. Hm. Oh. Oh mein wahre Gefühle hochladen. Oh, die können. Oh mein Gott, die kann sich ja mit dem. Ist es ein Mann? Das ist ein Mann. Sie ist eine Frau. Oh mein Gott, dann können die eine Beziehung führen. Oh mein Gott. Gerät Kompliment machen. Oh mein Gott. Ein Kompliment über sein Gerät machen. Genau. Perfekt. Sorry. Alter, du hast voll das schöne Gerät. Oh ja. Klar. Flirt. Also, ne? Okay. Anmachspruch. Na, du kannst voll gut tanzen so. Kompliment und natürlich nochmal ein Kompliment. Oh, ich finde das so cool. Ja. Blumen geben. Romantisches Rot. Und dann wahre Gefühle hochladen. Oh, diese frechen Feen. Was? Welche frechen Feen? Was? Verhält sich peinlich. Was? Aber. In Zukunft? 30, wir sind in der Zukunft. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal richtig mit dem anfreunden, nicht wahr? Freundlich entschuldigen. Shaka. Simheit-Kompliment machen. Davon schwärmen Sims zu helfen. Tag verschönern macht natürlich jeder. Nach Tag fragen. Einschlagen. Geistergeschichte erzählen. Natürlich. Wir, oh mein Gott, das ist richtig, das wird richtig geil. Wir haben dann vielleicht einen Robot, liebes Pärchen. Oh, das wäre so süß. Oh, bitte lass es so sein. Oh, bitte. Warte, vielleicht kann er da so wieder so ein Chip zum Lieben da, das da vielleicht kaufen. Vielleicht kann der dann ja auch anmachen. So. Boah, das wäre richtig cool. Oh, die sind so süß, die zwei. Ich finde irgendwie alles süß, nicht wahr? Ja, ich weiß. Oh, mein Gott. Fangen spielen. Das ist so wundervoll. Ernsthaft. Kristallblume. Oh, das sieht schön aus. Aber ich will mehr Mathe. Sind für Humor. Naja. Okay, dann nicht. Aber Bottbau, Band 3. Im Fall eines Aufstands. Aber das. Nee, ich glaube, wir haben da. Bottbau, ja. Genau. Bottbau 1. Dann kann er das nämlich lesen und dann kann er vielleicht sich selber einen richtig geilen Bot bauen. Okay. Ach, das ist ja cool. Boah, wie ich es liebe langsam. Oh. Ich glaube, ich mache die Folge ein bisschen länger. Aber sie ist echt cool. Er ist auch süß, aber sie ist echt cool. Sie ist vor allem noch ein Kindermädchen. Sie kann sich dann um unsere Kinder kümmern. Oh, das wäre so cool. Sorry. Ich sag, glaube ich, zu viel cool, ne? Aber meine Fresse, ist es cool. Ja. Oh. Was? Warum? Du kannst die Zukunft nur in deiner heimatlichen Nachbarschaft ändern. Aha. Okay. Zeit aller Manach. Was kann sie machen? Sie kann mal. Was kann sie mal? Helf mir mal. Ah ja, sie kann da vielleicht Holonetz durchsuchen. Und sie erzählt noch eine Edward-Geschichte. Oh mein Gott, so schön. Ich glaube, ich mache die Folge ein bisschen extra lang, weil ich feiere das gerade so. Ich feiere ab. Bam, ich feier ab. Naja, es war jetzt unnötig, aber Leute, ich feier ab.
so ein Gespenst. Und die Piraten waren dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit die Meere zu befahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tag verschönern. Und so weiter. Kann sie vielleicht noch tunen? Und spezial? Oh. Oh, sinnlos herumfasseln. Das ist süß. Das mache ich auch öfters. Yay! Das ist nicht schlecht. Und noch Fangspiel. Oh, das ist so süß. Oh, das sieht megamäßig aus. Meine Fresse, sieht das megamäßig aus. Mein Gott, ist das megamäßig. Und er liest immer noch. Okay. Oh, das Buch sieht ja boah, das ist ja wie so ein Dingsbums. Bloß viel cooler. Wie so ein Tablet, bloß wie ein Buch. Sowas würde ich mir kaufen, okay? Aber so ein anderes Buch nicht. Ein Bot-Konstruktur ist im Herzen ein Bastler, der von einfachen mechanischen Nanomaschinen bis hin zu komplexen simartigen Planbots alles bauen kann. Es wird einige Zeit in Übung in Anspruch nehmen, bis Tim fortschrittliche Planbots bauen kann. Doch selbst ein Neuling kann für den Anfang Nanomaschinen und Magma-Chips entwerfen oder bauen und Nanomaschinen auseinandernehmen. Okay. Nein, nein und nein. Aber yay! Die verstehen sich schon voll gut. Oh mein Gott, das ist richtig süß. Bin ich gerade so mädchenhaft? Ich glaube ja, ne? Ja, ich bin zu mädchenhaft. Viel zu mädchenhaft. Naja. Ach ja, okay. Über Filme reden. Sag bloß. Ach Gott. Okay. Okay, aber wir müssen jetzt mal stoppen. Und wir gucken dann nächstes Mal, was alles so gedingst ist und so. Und oh, ich freue mich so. Leute, freut ihr euch auch so? Bin ich der Einzige? Ich weiß es nicht. Oh, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen zukünftigen Tag. Irgendwie sowas, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß, du kannst das besser, so mit Grammatik und so. Ja. Naja, was soll's. Ciao.